der besitzt das Geld? Wer besitzt das Geld? Ich meine, ganz im Ernst. Die Schulden, die Deutschland hat. Wer hat das Geld von den Schulden? Wer besitzt das Geld? Das Deutschland. Wem schuldet Deutschland Geld? Der Staat Deutschland, der in der Lage, die Sozialsysteme zu bezahlen, wenn er genug Geld hat. Aber er spart, weil er verschuldet ist. Die Frage ist einfach nur, man macht uns nicht deutlich, wer die Leute sind und die Leute einzeln per Namen genannt, die dieses Geld besitzen, das dem Staat gehört. Und nur der Staat hat das Recht, über Geld zu verfügen und niemand sonst. Das heißt, wenn irgendjemand, eine Privatperson, zu viel Geld hat, dann muss ich garantieren, den Großteil ihres Betrags an den Staat zurückzahlen. Das war's.